Die Post ist da. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Satz einmal so eine Bedeutung für mich bekommen würde. Aber hört euch meine wunderbare Geschichte an, in der die gute deutsche Bundespost eine wichtige Rolle für mein Glück spielt. Es war an der Bushaltestelle. Als ich Helene zum ersten Mal sah, war ich wie vom Donner gerührt. Diese Frau musste ich näher kennenlernen. Aber ehe ich reagieren konnte, war sie schon in den Bus gestiegen und fuhr davon. Ihre Freundin war dabei gewesen und hatte sie Helene genannt. Die beiden hatten sich beim Fahrer nach der Rückfahrt nach Weinburg erkundigt. Dort wohnten sie offenbar. Mehr wusste ich nicht. Ich hatte keine andere Wahl. Ich schrieb einen Brief an Helene, wohnhaft in Weinburg. Die Deutsche Bundespost, so hatte ich einmal gehört, betreibt eigene Nachforschungen bei unvollständigen Adressangaben. Dadurch schafft sie es häufig, solche Briefe noch zuzustellen. Mein Brief an Helene kam mit der Briefkastenleerung in das Briefverteilzentrum. Der Brief wurde Teil der Postsendung in einem zweiachsigen Postgüterwagen. Die Rangierlok schleppte den Postgüterwagen mit meinem Brief in den Bahnhof Steinheim. Die Postladung wurde an den nächsten Eilzug nach Weinburg angehängt. Da ist mein Brief drin. Früher hatte ich mir über die wichtige Rolle der Bahnpost für die schnelle Briefbeförderung nie Gedanken gemacht. Wie lange dauerte die Zustellung meines Briefs an Helene? Ich merkte, dass in viele Züge Postwagen eingereiht waren. Schon während der Fahrt sortierten die Postbeamten die Brief- und Paketsendungen vor. Hoffentlich konnten sie mit meinen unvollständigen Angaben etwas anfangen. Auf den Bahnsteigen waren überall Elektrokarren im Einsatz. Die schnelle Beladung der Züge war gesichert. Und dann gab es noch ganze Postzüge. Sie stellten die Zustellung über weite Strecken sicher.
Da war er wieder, mein Zug, mit meinem Brief für Helene im letzten Wagen. Endlich war mein Postwagen in Weinburg. Dort wurde er abgekuppelt. Eine Diesellok schleppte meinen Postwagen an die Laderampe. Und klappte die Zustellung? Ja! Die Deutsche Bundespost hatte Helene im kleinen Weinburg gefunden. Und das Beste, bald hieß es auch für mich, die Post ist da. Helene hatte mir zurückgeschrieben. Sie wollte mich gern treffen. Jetzt nahm ich den Postbus ab Bärental. Ich fuhr durch Steinheim. Der Postbus schlängelte sich zuverlässig durch die Stadt. Bald erreichte mein Bus die Landstraße Richtung Weinburg. Ich hatte Weinburg erreicht. Mein Herz schlug höher. Bald würde ich Helene sehen. Wir hatten uns gefunden. Es ist die große Liebe. Immer wenn Helene und ich die Post auf Schiene und Straße sehen, strahlen wir uns an. Die Post hat uns das große Glück gebracht. Es stimmt eben doch. Wer schreibt, bleibt.